Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Playstage-Video Part 6 zu Asura's Wrath und wahrscheinlich dem finalen Part, denn wir haben nicht mehr viel vor uns. Und ich würde sagen, ja, werden wir jetzt mal Viltra ordentlich in die Fresse hauen und gucken, was uns noch für spannende Wendungen nochmal passiert. Aber jetzt erstmal fette, krasse Action mit Yasha zusammen. Weil wir sind ja hier im Team-Up mit Yasha. Ja, das Besondere ist, der letzte Kapitel, also Teil 4 Karma, ist als DLC gekommen, weil das war noch nicht fertig. Das war der Grund. Das war tatsächlich der Grund. Das war noch nicht fertig. Aber Capcom sagte, raus damit. So, dann wollen wir mal schauen, was wir hier für das eigentliche Finale des Spiels, aber nicht das echte Finale vom Spiel, also beziehungsweise von der Story hier. Da ist er! Sehr krass angelehnt an Ghidorah. Das ist geil. Ja, das will jetzt suggerieren. Okay. Finale, Junge. Let's fucking go! Natakushi wa koko de gobuji wo inotte imasu. Kanaratsu kaette kite kudasai. Otto-sama. Oji-sama. Eigentlich nicht von Vorteil, dass sie da jetzt alle besiegt haben. Dass die zu zweit jetzt nur kämpfen. Aber wenn sie meinen, sie sind krass genug, dann soll es von mir aus so sein. Ja, quasi gutes. Quasi ist es ja wieder da, wie wir am Start waren. Wir haben auch in der Atmosphäre, Erdatmosphäre angefangen. Ja.
Ah, die checken langsam. Oh, oh. Die wollen jetzt in die Mitte. Boah, das stimmt. Die Stelle kann ich mir hier. Boah, das wird jetzt. Das wird jetzt mega, da wird man jetzt ordentlich meschen müssen. Wirklich diese Art Direction hier, was hier gezeigt wird, phänomenal. Also davon wirklich ein technisches Remaster würde ich sehr begrüßen. Da ist er. Ja, es hat sogar ein Gesicht. ゲームオーバー。ねえ。さすがは最強の剛馬か。だから諦めるとでも。貴様はどうなのだ。ふざけるな。そうだ。それでこそ貴様だ。故に俺も止まるわけにはいかぬ。貴様にだけは遅れを取るわけにはいかぬ。 Superhelden. Yo.
Scheiße! Scheiße! Game over. Mann! Was ist mit mir los? Meine Güte! Immer zweimal hier! So, jetzt geht's los. Gut. Achso, das Ruff. Ah, geiles Bild. Mit den beiden zusammen. Uwatta no ka, Asura? Ich glaube nicht. Yeah.
Tja, die Frage stellt man sich, ne? Wildverkehr. Aber es ist so ein bisschen, sagen wir mal, spinnenartig. Sender. Thank you.
Scheiße. Oh, ich war kurz davor. Ah, Leute, diese dummen Strahlen. Schon mal viel besser aus. Mal gucken. Es ist wieder sehr eng. Schafft, mein Gott. Alle guten Dinge sind zwei, oder wie war das? Oh! Komm schon! Ja, das meine ich, dieser Dragon Ball Super Moment, den gab's schon vorher. Wow, das habe ich ja viel besser gemeistert als damals. Was ist los? Ich habe das irgendwie klasse in Erinnerung, weil ich da einmal einen fetten Kampf gehabt habe, aber ging.
So, man würde jetzt denken, Gefahr gebannt, ne? Ne, der Song setzt schon mal ein. これで全てが本当にわからん。貴様の怒りは収まったのか。わからんと言っている。そうか。行こう。ミスラ様が待っている。じゃあ。 Yeah, presented by Capcom. Ne, hier werden die Sprecher schon mal zeigt alles. Mister. Tja, Leute. Ihr denkt, das ist das Ende. Marsch. Ja. Hideyuki Yasumoto, sehr gut. Liam O'Brien hat es gemacht. Wow. Yuichi Suwaba, auch toll. Lee Kugiyama. Ja, die hat nicht viel zu tun, die Durga. Dois, Olga. Ja, Olga. Einmal weg. Tschüss. The Golden Spider. Tja, man denkt jetzt, das Spiel ist vorbei. Alles supi. Ist aber nicht. Habe ich euch gesagt, das sieht ja alles so ein bisschen spinnartig aus. Ihr werdet gleich wissen, warum. Aber ansonsten, ja, es wäre ein schönes Finale gewesen. Und das war aber tatsächlich noch nicht das Ende des Spiels. Man denkt so, hey, alles gut, Ende gut und so, aber ist nicht. Ist tatsächlich nicht. Hier sind die ganzen Firmen, die viel Hilfe nochmal geleistet haben. Also, wie gesagt, musikalisch, wow. Yoko heißt sie. Wow, okay. Das Tokyo Philharmonic Chorus. Main Theme. Main Theme. In Your Belief. Moyo Mitani.
Lin. Ein tolles Stück. Also das ist mir bis heute im Kopf geblieben. Und das Ding ist, wie ich schon am Anfang sagte, wenn man nicht die japanische Voice Line hier abspielt, dann hast du nur die das rein Instrumental. Boxart sogar. Na und Takeda. Tatsächlich, das Spiel lässt dich glauben, hey, du hast es durchgespielt. Aber Leute, das ist so nicht. Illustration. Ja, das Theme von Yasha, auch ziemlich cool. Dieser Western-Style. Sogar die Trailer, schön wie gesagt. Ja, das Spiel hat schon, würde ich sagen, Aufmerksamkeit bekommen, aber es war nicht mega toll. Nee, das ist das Problem. Seiji Shimoda. Ja, presented by Capcom. Tja, ist es so oder ist es nicht so? An einem unbekannten Ort. Goldene Spinne. Hallöchen. Lange nicht gesehen. Erinnerst du dich an mich? Es scheint, als hättest du Wildfall bezwungen. Ich sollte dir wohl gratulieren. Die Zeit ist endlich gekommen. Ich werde das genießen. Hm? Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe nur mit mir selbst geredet. Tu so, als hätte ich nie etwas gesagt. Wie auch immer. In Naraka gibt es viel zu tun. Ich mache mich mal auf den Weg. So, das muss man tatsächlich selbst anwählen. Das muss man. Aber warum jetzt herunterladbare Inhalte nicht da ist? Die wahre Episode.
Ich glaube, das gehört zum DLC-Teil. Dann wollen wir mal. Die wahre Episode. Moment, muss ich den kompletten Kampf noch mal machen? Das habe ich leider vergessen. Das ist ein Problem. Ja, dann hätte ich eigentlich mit dem angefangen. Naja, ich sag mal so, ich pausiere mal hier und dann schauen wir gleich weiter. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Ja, ich musste tatsächlich den kompletten Endkampf nochmal machen. Andere Klavier arrangiert. Ah, da hätte ich die Episode spielen sollen. Owatta no ka? Kore de subete ga hontou ni. Ich entschuldige mich schon mal, dass ich die falsche Episode gewählt habe. Kisama no ikari wa osamatta no ka? Wakaran to itte iru. Auch schön. Misra! Modori Ottaka. Yasha, Asra. Ja, sieh doch. Olga, mein ich. Yokuzo katte kureta wa. Ano Buritora ni. Makete shinare demo sureba. 我は誰に復讐すればいい。オルガ、やめろ。やめるわけがない。デウス様は我のすべてだった。デウス様さえいれば、世界のことどうでもよかった。でも、もうあの方はいない。未来永劫会うことはできない。 冗談じゃない。こんな最適な器を壊されてはたまらないよ。 Ach ja. Olga. 貴様は。 Hey.
Mann Joju Seni. Ich glaube, jetzt kommt der Kampf gegen Buddha. Ja, einfach Super Saiyajin der Mifa. Asuras, rough. Hätte man jetzt draußen ein zweites Spiel machen müssen? Keine Ahnung. Und tatsächlich, wir werden das in dieser Session nicht schaffen. An einem unbekannten Ort. Du hast dich gut geschlagen, so weit zu kommen. Wer ich bin? Ich bin der wahre Gott der Verkörperung des Rates des Lebens, der Antrieb des Mantras. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe dir die Kraft des Mantras verliehen und die Goma auf die Welt losgelassen, um dich zu prüfen. Du hast dich als würdig erwiesen. Deshalb bist du jetzt hier. Du darfst jetzt gehen, zurück zum Rat des Lebens. Du hast meine Erwartungen getroffen und bist meiner Lobpreisung würdig. Du wünschst, in dieser Welt zurückzubleiben? Du wirst hier nicht länger gebraucht. Aber wenn du drauf bestehst. Die Wahrheit zeigt sich nicht jedem. Außer dazu, dass Zorn bleibt. Sein Bestreben, seine Wut zu unterdrücken, dauert an. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Zur nächsten Episode. Jo, die schaffen wir noch. こんな最適な器を壊されてはたまらないよ。
全てのマントラの糸を紡ぎし、輪廻の体現、天輪の王なり。Ich weiß jetzt nicht, wie lange das gedauert hat, weil ich habe das Spiel ziemlich spät gekauft, wo die ganzen DLC schon da waren. Also der DLC-Kapitel.我は真なる神。真なる。さよう。世上を導くよう。何時らの園にマントラを与えしよう。我は星の意志からブリトラを生み、ゴーマを試練として世に参った。すべては。何時らの成長を促す。星を御する者こそ世界を導くにふさわしい。Tja, bösen wahnsinnig. Chakra warte. Naja, okay. Buddha. それでは我らの戦いは全ては我が象徴の道筋になる。バカな。さあ手を伸ばせ。救世主にまつらえよ。満たされたマントラが何に力を与え、世界は新たな境地を迎える。Da würde ich auch wahnsinnig erstmal lachen. Koizu ga sumete no!
Das ist aber... Ich weiß nicht mehr, was da die Strategie war. Gerade eben hatte ich auch kurz die Kontrolle nicht über Asura, also... Es sieht einfach wie ein Viertel Energie aus. Wellen machen mich ein bisschen gaga. Das ist sehr gut. Ah, geht doch. Entweder haben mich diese Wellen durcheinander gebracht oder was auch immer.
Azuras Wrath. Azuras Wrath. Mapacas! Jetzt geht's los. Oh, Scheiße, ja, Kacke. Yeah.
Ah, viel besser. Echt jetzt? Muss ich das immer gleich zünden, wenn ich bei... Oh, shit. Leute, das ist ja... Ey. Ah. Ich meine, das geht so gut. Ich habe jetzt schon die Hälfte verloren, ey. Scheiße. Können wir diesmal schaffen. Nee,
Scheiße! Ach, komm, Leute. Das kann doch nicht angehen. Ah. So viel Game Over. An einem. Ja, ich weiß, ich hatte an dem dann. Bei der war kacke Design. Kann ich gar nicht noch erinnern. Okay, da hatte ich jetzt. Ich muss einfach mehr Energie haben. Ja, der Anfang ist ja gut. Boah! Ah, der hat nicht mehr viel, ne? Endlich! Gottes Willen! Alle guten Dinge sind drei, oder was?
かし。行って。こたびも失敗か。ならば、我々はこの世界を終焉に導き、再びやり直すものである。Was ein Bild. Ja, immerhin immer weiter pompös inszeniert. やはり貴様しかいない。チア、Ja, das war jetzt nicht meine beste Performance, aber Leute, was soll man machen? So.Den. Die Goma. Aber warum? Wüter wurde besiegt. In der Tat, die Quelle der Goma wurde besiegt. Deshalb sollten wir eigentlich einen weiteren Goma erschaffen. Aber letztendlich ist es nur eine Manipulation der Wut des Planeten, meine Schöpfung.Wenn ich mich dazu entscheide, kann ich so viele Goma erschaffen, wie ich möchte. Mehr braucht es nicht dazu. Warum würdet ihr das wollen? Um meine Erben zu finden, denjenigen, der statt meiner diese Welt anleitet. Warum lasst ihr uns nicht einfach in Ruhe? Wir haben endlich Frieden gefunden. Euer Frieden ist nur ein flüchtiger Moment in der ewigen...Spanne des Lebens. Es muss jemand erwählt werden, der eure Art auf den rechten Pfad führen kann. Wenn dies ein flüchtiger Moment ist, warum lasst ihr uns dann nicht auskosten? Es ist mein Schicksal, als ob das eine Wesen, das über Macht verfügt. In diesem Fall wird eure Macht nicht benötigt. Nicht benötigt, sagst du? Dein kostbares Mantra...Geboren aus Gebeten und Seelen wurde dir davon niemand anders als mir verliehen. Geht das Rad des Lebens, das ich kontrolliere, verloren, geht auch das Mantra verloren. Was denkst du, wird dann mit deiner Art geschehen? Deine Art wird dann zu normalen Sterblichen und das ist noch nicht alles. Dein Vater, dessen Lebenskraft ausschließlich auf dem Mantra der Wut basiert, würde zu existieren aufhören.Du dich jetzt aus. Wenn du das nächste Mal erwachst, wirst du neben deinem Vater sitzen, der meinen Platz als Gott deiner Welt eingenommen hat. Vater. Tja. Tenrin und Chakrabaru. Seine Gengo und Zessiru Chikara ni Asura no Mikutai wa Funsai sareta. Ja, Moto yori Asura no Ikari wa Sono mi no Genkai wo koete ita no da. Yasha wa Hashiru. Sore demo nao.Tja, das nächste Mal bei Asuras Wrath und ich wusste fast, dass es nicht die
letzte Folge sein wird. Daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry, dass ich nicht gleich die Episode gewählt habe, die ich sollte. Auf jeden Fall, sorry für die ganzen Continues, aber hey. Ich würde sagen, ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like und einen Daumen da. Und wenn euch nicht nur mein PlayStation-Zeug gefällt, hinterlasst ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, ich würde sagen, ich bin DK, das ist Game Stage 5 und wir sehen und hören uns wieder, wenn es diesmal tatsächlich heißt, das Finale unserer PlayStation-Reihe zu Azuras Wrath. Alles klar, reingehauen, bye bye.